Freunde, das Klinikum Dortmund ist wieder live. Mein Name ist Marc Raschke, ich bin Leiter der Unternehmenskommunikation im Klinikum und wie es sich gehört im Homeoffice. Und wir haben ja hier über Instagram immer wieder ein Update, was Corona angeht. Das bieten wir euch an. Das machen wir mit unserem Direktor der Klinik für Pneumologie und Infektiologie, Professor ist auch noch nicht ganz, immer schon mal Privatdozent, Dr. Bernhard Schaaf, der genau sich jetzt hier auch zuschaltet. Wir hatten mich vorher gesagt, das. Und jetzt wird er auch gleich bestimmt zu sehen sein, denn er wird sich von zu Hause aus zuschalten. Grüße dich. Ja, hallo Marc. Jetzt hört er. Jetzt hört er mich auch. Der Ton kam gerade etwas verzögert, aber Ton ist da, ne? Ton ist da, sehr gut, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe schon gesagt, wir machen ja unser Corona-Update relativ regelmäßig. Und was kennen Sie, Herr oder Frau Dr. Kreuzner? Nee, kennen wir nicht. Kam gerade als Frage. Wir machen das Update ja relativ regelmäßig jetzt, um mal zu schauen, was sich so tut auf dem Markt, an der Front. Es gibt ja viele Nachrichten, die da so ein bisschen irreführend vielleicht auch sind. Was ich als erstes mal mit dir besprechen möchte, ist das Thema Aerosol. Da gibt es immer wieder für Laien vielleicht recht unverständliche Nachrichten, dass dieses Virus sich jetzt auch im Aerosol befindet, beziehungsweise da gibt es auch Videos, die zeigen, dass wenn jemand niest, dass dann da so Schnodder natürlich auch rauskommt und Spucke. Ist das Aerosol? Ist das die Gefahr? Oder wogegen muss man sich eigentlich schützen? Gut, generell muss man sich schützen davor, dass man irgendwie Viren einatmet oder an die Schleimhaut bekommt. Also wenn man halt irgendwo, wie ich das jetzt mache, Viren an den Händen hat und das in die Schleimhaut reibt, kann man es infizieren und mit Dingen, die man einatmet. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn es draußen kalt ist und man atmet so kalte Luft aus, dann sieht man ja, was so eine Ausatemluft macht. Und das ist ein Aerosol, was ich ausatme. Das ist ein bisschen angefeuchteter Luft und in dem ist dann auch Viren enthalten. Und das erklärt dann auch so ein bisschen, warum ich mich so 1,5 Meter, 2 Meter von dem anderen Person entfernen sollte oder Abstand halten sollte. Und auch nicht in so einem kleinen, geschlossenen Raum sitzen sollte. Ich sitze jetzt in so einem kleinen Büro. Wenn jetzt hier jemand anders 2 Meter entfernt ist und ich mache das 2 Stunden lang, dann verteilt sich das natürlich vielleicht auch. Und der zweite Punkt ist ja einmal Abstand. Der zweite Punkt ist halt Durchlüftung. Das heißt, immer wird wieder gesagt, man soll die Fenster aufmachen oder draußen sein. Das erklärt halt, sobald sich die Luft bewegt, dann verändert sich das Aerosol und auch diese kleinen, ja, das sind ja so Wasserdampftröpfchen vielleicht, wo das drin sein kann, vielleicht kann das auch so sich bewegen, diese Viren, also aber im Wesentlichen eigentlich in diesem Wasserdampf. Und dann fällt das halt runter und man hat eigentlich keine größere Gefahr mehr, das einzuatmen. Das heißt, wenn man sich im Raum befindet, im geschlossenen Raum, sollte man auf jeden Fall irgendwo Lüftung schaffen, so ein Fenster aufmachen. Mhm. Bei uns in der Klinik haben wir das ja so auf der Infektionsstation. Wir haben ja eine Infektionsstation, die haben wir schon immer. Und wir haben jetzt ja einige zusätzliche auf der Infektionsstation. In unserer Intensivstation haben wir sogenannte Unterdruckzimmer. Das heißt, wenn ich da reingehe und wieder raussetze, gibt es jetzt Schleusen. Ich habe 2 Türen. Ich gehe durch eine Tür rein. In der Schleuse ziehe ich mich um. Dann mache ich die andere Tür auf. Und wenn ich die ein bisschen auflasse, dann, wenn die von außen zugehen würde, dann würde die so zufallen. Beziehungsweise die Tür wird so reingesaugt, weil innen drin Unterdruck ist. Da brauche ich natürlich keine Fenster aufmachen. Aber sie ist Aerosol. Wie gesagt, man kann es sich ganz gut vorstellen, wie das aussieht, wenn man es weiß. Ja, du bist gerade etwas abgehackt. Ich hoffe, es ist nur Telefonanruf. Ein Anruf, genau. die jetzt noch rauchen, das macht ja sowieso fast keiner. Natürlich nicht, nein. Aber wenn die rauchen, die sehen das ja auch, also der Zigarettenqualm, der verteilt sich ja auch. Und so ähnlich ist ein Aerosol. Okay, also wenn das man, ist eine. Wenn man Zigaretten raucht, wenn man jetzt hier in diesem kleinen Raum rauchen würde, kann man ja mal testhalbe machen und dann das Fenster aufmacht, dann verteilt sich das ganz anders. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen mit Aerosolen. Also das heißt, das findet tatsächlich bei jedem Ein- und Ausatmungsprozess statt, ja? Also das bei jedem Ausatmen und dann kommt natürlich noch das Niesen und Husten dazu und das sind die Beispiele, die man so sieht. Niesen, klar, wenn man jetzt niest, das war jetzt auch vor der Corona-Zeit, zur Grippezeit, Influenza-Zeit hat man auch mal diese Bilder gezeigt und das explosionsartig fliegt das auch durch die Gegend. Also wenn einer hustet, dann ist 2 Meter Entfernung auch nicht optimal oder niest. Und beim Husten auch, es gab jetzt im New England Journal, ist ja so eine wichtige medizinische Zeitschrift, ein Beispiel, wie man verhindern kann, dass wenn man den Patienten beatmen möchte, muss man dem ja so einen Schlauch in die Luftröhre legen. Und wenn man das macht, fängt der Patient an zu husten, wenn man Pech hat. Und wenn man da drüber ist, dann ist das natürlich für den, der beatmen muss,
extrem unangenehm, weil er sich dann sehr, sehr hohen Konzentrationen aussetzt und dann fliegt das in die Augen und überall hin. Da gibt es dann auch so ein schönes Video, das kann man tatsächlich sich ansehen. Da haben die das halt haben die den husten lassen, das war ein Proband, und haben dann mit Schwarzlicht das nachher angesehen und dann wundert man sich schon. Plastikschild über den Patienten gemacht, wo man in dieser Plastikkiste diese Art der Intubation macht, also den Schlauch da reinlegt. Und, aber das ist ja was man als normaler Mensch jetzt nicht hat. Nur wenn ich jetzt mich schützen möchte, brauche ich im Prinzip Abstand und ich brauche Luft und man braucht Leute, die einen nicht anhusten und anniesen. Deshalb auch diese Husten- und Niesetikette in die Ellenbogen. Seit der Schweinegrippe machen das die Kinder ja alle und die Erwachsenen haben es jetzt dieses Jahr gelernt. Ne? Also inzwischen weiß es, glaube ich, mal jeder, dass man dahin liest. Ja. Also sprich, es gibt eigentlich genug Alternativen, die man berücksichtigen kann, wenn man sie berücksichtigt, dass das dann nicht so dramatisch ist. Man muss halt nur gut lüften, Abstand halten, Hände waschen. Lüften und Abstand und Niesen und Hustetikette und Hände waschen, klar. Also dieses mit in den Augen fassen und Mund, also wie oft nimmt man einen Finger in den Mund, um jetzt Papier umzublättern? Also denkt man jetzt häufiger darüber nach, wenn man das mal macht. Ne? Also. Das stimmt. In dem Zusammenhang hatte ich mir auch gedacht, machen vielleicht dann doch auch irgendwie Handschuhe Sinn, jetzt weniger, um wirklich sich davor zu schützen, weil einen Schutz richtig bieten die ja nicht, aber sie erinnern einen zumindest dran, dass man ja was an den Händen haben könnte. Ne? Ansonsten macht es ja eigentlich auch kaum Sinn, einen Handschuh zu tragen. Ich sehe es jetzt ganz viel, dass gerade in Supermärkten ganz viele Menschen plötzlich mit Handschuhen auftauchen, aber ist doch Quatsch, oder? Ja, die muss man allerdings auch, da muss man mit umgehen können mit den Handschuhen. Man muss sie richtig anziehen, ohne sich dann wieder damit zu kontaminieren. Man muss sie ausziehen, ohne dann wieder die Oberfläche vom Handschuh zu berühren. Also nicht umsonst, wir haben im Klinikum jetzt so Videos geschaltet, damit man weiß, wie man sich umzieht. Man muss ja also zugeben, ja, wir haben ja nie so hochkontagiöse Krankheiten gehabt. Grippe, klar, gut, wir sind der Grippe geimpft. Aber bei dieser Krankheit, da möchte man es jetzt mal wirklich ja auf gar keinen Fall anstecken. Tuberkulose ist auch nicht so ansteckend. Also jetzt lernen doch alle nochmal ganz genau, wie man 5 Minuten braucht, bis man in diesem Patientenzimmer ist. Das ist schon ein bisschen aufwendig. Sollte man es genau ansehen, auch mit dem Mundschutz. Man darf das ja wirklich nur hier über die Ohren und auf keinen Fall das Papier kommen. Und das ist auch in der Klinik ein bisschen ein Problem. Dann sagt man, gut, dann kannst du mal so eine Maske, eine ganze Schicht tragen. Aber wenn man dann von Station A nach B laufen muss, was machst du dann mit dem Mundschutz? Dann ne, ist man versucht, man packt das jetzt in die Tasche. Eigentlich nicht. Ne? Muss man ja schon wieder neu nehmen. Ich habe schon überlegt, man bräuchte fast so Plastikbehälter, wenn man durch die Gegend läuft. Auf den Stationen ist ja einfach, da kann man es hinhängen. Ne? Macht den Namen dran und geht wieder zum Gleichen und holt es dann wieder ab. Ne? Also, das ist, ich habe das neulich gesehen. Man sieht ja diese Infektion einfach nicht. Das ist schon schwierig. Ja, ich habe das gesehen. Da hatte jemand einen Mundschutz an und hat dann darüber eine Art Tupperware gestülpt oder eine Plastikbox, um jetzt keine Werbung zu machen, und hat dann darüber seinen Mundschutz ausgezogen, also sodass die Gummibänder dann quasi über dieser Tupperbox waren. Und dann konnte er quasi seine Maske so sauber geschützt hinlegen irgendwo für den zweiten oder dritten Gebrauch dann. Fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz clever. Darf man natürlich nur nicht zumachen und dann gehen ja die Viren da erst richtig los. Da kommt gerade eine Frage. Wir können ja zwischendurch auch mal eine Frage beantworten. Wann glaubt ihr, ist das Schlimmste geschafft? Ja, das ist natürlich die Frage, die alle bewegt, auch verständlich. Wir müssen erstmal sagen, wie es in Dortmund ist. Ich habe jetzt gerade kurz bevor du angerufen hast, nochmal auf so eine RKI-Seite geguckt, Robert-Koch-Institut. Und wir sind in Dortmund extrem gut. Wir haben, man kann ja sehen, wie viele Infektionen registriert sind pro 100.000 Personen. Da sind wir, glaube ich, bei 70. Münster, wo du gerade bist, ihr seid bei 135. Das ist jetzt nicht, weil Münster da alles falsch gemacht hat, sondern es ist ein bisschen Glück und Pech, ob man irgendwo eine Situation vielleicht hatte, wo mal so ein Fußballspiel war oder irgendeine. Also Ischgl ist ja bekannt, ne? Wenn man eine Situation hat, wo sich ganz viel verbreiten kann und vielleicht war in Münster irgendwas anders, sodass es ein bisschen höher ist. Aber generell haben wir es ja ganz gut hingekriegt mit 70 pro 100.000. Und im Klinikum sehen wir auch, wir haben eigentlich jeden Tag so na, 3 Neuaufnahmen mit Corona, wo es dann auch sich bestätigt und vielleicht nochmal 10 Verdacht, wo es sich dann nicht bestätigt. Und jeden Tag erlassen wir aber auch wieder 2, 3, sodass wir eigentlich immer so, naja, wir haben immer so 23 positive Patienten bei uns im Klinikum. Seit jetzt 10 Tagen, eine Woche ist es stabil. Vorher waren es immer ein bisschen mehr jeden Tag. Ich glaube, wenn das so bleibt, nochmal eine Woche, dann können wir hoffen, dass das keine richtige Welle aktuell gibt. Aber und dann wird man wahrscheinlich halt nach den Ferien überlegen, was man wieder öffnen kann. Wenn jetzt,
Also wo jetzt alle so ein bisschen Angst vor haben, oder Angst möchte ich jetzt nicht sagen, aber Respekt vor haben, ob jetzt halt Altenheime ein Problem bekommen. Es muss ja nur mal ein so ein Virus ins Altenheim reingetragen werden. Klar, es gibt keine Besucher, aber es gibt natürlich Personal, und die sind ja nicht 100% geschützt und können auch nicht das Altenheim 100% schützen. Und wenn dann auf einmal so ein 100-Patienten-Altenheim sich infiziert, dann hat man natürlich auf jeden Fall schnell ganz viele sehr, sehr kranke Patienten. Und das kann schon mal passieren, theoretisch. Praktisch ist es ja in Wolfsburg gewesen, zum Beispiel in Dortmund glücklicherweise nicht. Und drücken wir die Daumen. Genau, das stimmt. Jetzt gab es ja, ich glaube, gestern oder vorgestern die Meldung, dass das Medikament Ivermectin angeblich ja doch recht Ivermectin, ja. aussichtsreich ist. Genau, ne? Du kennst es. Erzähl mal, um was es eigentlich sich dabei handelt und was da die Option sein könnte für Corona. Also es ist ein Medikament, das wir bei Parasiten einsetzen. Parasiten sind auch Erreger wie Viren, nur viel größer. Und so Würmer sind zum Beispiel Parasiten. Gut, Regenwurm kennt ja jeder, so groß gibt es bei Menschen theoretisch auch, aber eigentlich in Deutschland nicht so. Wenn man aber nach Afrika fährt, gibt es einige Parasiten, die sich auch so durch die Haut bohren und dann da Juckreiz auswirken. Und da gibt es so eine bestimmte Form, da gibt man dann Ivermectin, Lavamigrans nennt sich die. Und aus Deutschland kennt man es bei Krätze. Also bei Krätze kann man ja entweder diese verschiedenen Cremes und Haarwaschmittel nehmen, Goldgeist und was das alles so gab und gibt. Oder man nimmt halt wenige Tabletten von diesem Ivermectin und dann ist es auch weg. Wenn dann, na gut, wenn man dann eben auch entsprechend seine Wäsche behandelt. Und dieses Ivermectin hat jetzt in Laborversuchen, also nicht in Menschenversuchen, Laborversuchen gezeigt, dass irgendwo scheinbar, wenn man das auf die Viren gibt, dann vermehren die sich nicht mehr so schnell. Wenn man Ja, so beziehungsweise Medikamente. reduziert sich sogar die Viruslast, ne? Ich glaube, ich habe gelesen, irgendwie innerhalb von 48 Stunden um das 5000-fache Genau, reduziert, so aber im 50 Stunden. Reagenzglas, ne? Warum habe ich, glaube ich, nicht gelesen, warum das so ist? Ich glaube, also man kann ja verschiedene Arten und Weisen Medikamente entwickeln. Entweder man entwickelt sie, designt sie, man überlegt, ein Virus hat da irgendwo eine Schwachstelle und ich entwickle ein Medikament gegen die Schwachstelle. Das ist sehr komplex. Oder man nimmt einfach, oh gut, ich habe halt 10 Medikamente im Schrank und ich schmeiße die jetzt mal im Laborversuch da drauf und vielleicht klappt es. Und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da wirklich eine Theorie hinterstand hinter dem Ivermectin, das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Aber jedenfalls ist es natürlich extrem weit entfernt davon, dass wir es jetzt geben. Und das Schwierige ist, natürlich wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen vielleicht das Medikament auch nicht mehr zu kaufen sein, weil jetzt alle das hören Hat und alle es glauben, das ist die kaufen. Lösung, ja, genau. Ja. Also heute kam von den Behörden die Ansage, dass man das Hydroxychloroquin, das ist ein Medikament, was wir bei Rheuma geben, Chloroquin bei Malaria, wir hatten es ja auch schon mal besprochen. Und das wurde jetzt natürlich sehr viel angewandt, als Heilversuch, individueller Heilversuch. Der Patient wird aufgeklärt, unterschreibt. Gut, jeder wird sagen, ja, mache ich, ne? Aber eigentlich ist es natürlich schon eine Entscheidung, ob man es macht. Das kann ja auch Nebenwirkungen machen, hat auch Nebenwirkungen. Und was ich jetzt sagen wollte, heute kam raus, man darf das nicht mehr ambulant anwenden, außer für Rheuma und andere zugelassene Indikationen. Und sonst nur in der Klinik. Also wenn wir in der Klinik jemanden haben, dann können wir uns überlegen, das als Heilversuch zu nehmen. Und das wird mit Ivermectin theoretisch vielleicht auch so sein. Aktuell macht es, glaube ich, noch keiner. Ist auch irgendwie noch ein bisschen zu weit weg. Das wird auch Ist ein bisschen dubios eher vor allen Dingen. länger dauern, bis man wirklich ein Medikament hat, was man in der Breite anwenden kann. Weil das Ja, dauert halt ich glaube, nochmal das ist noch, Studien. genau, Ja. das muss man vielleicht auch mal den Leuten erklären, also wie weit das noch entfernt ist, wenn man sagt, einerseits, es hat im Reagenzglas eine Reaktion gezeigt und es wird beim Menschen angewandt. Da vergehen noch mal gerne auch Jahre, ne, bis man da die Dosierung kennt, die Darreichungsform und so weiter. Das sind doch zig Studien, die da noch gemacht werden müssen, ne? Also es Also es ist kann jetzt schon keine schnelle sein, dass Lösung, man das ein wollte ich damit wirklich, wirklich sagen. gutes Medikament hat, das durch die aktuelle Pandemiesituation, wie bei den Impfsituationen ja auch, so ein bisschen die Regeln ein bisschen gelockerter werden. Dass man sagt, okay, das Risiko, dass das Medikament vielleicht Nebenwirkungen hat, nehmen wir ein bisschen in Kauf, wenn es eine gute Wirkung hat. Und wir brauchen was für diese Pandemiesituation. Ist ja was anderes, als wenn ich ein Medikament entwickle für eine Situation, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe. Von daher kann es sein, vielleicht haben wir auch in 3, 4 Monaten ein Medikament, das wirkt. Aber das muss dann auch erstmal in großen Mengen hergestellt werden. Und was heißt Wirkung? Heißt die Wirkung jetzt, ich kann mich damit nicht mehr anstecken? Oder heißt die Wirkung, keiner landet auf Intensivstation? Oder die Wirkung, ich bin auf Intensivstation und
die Chance, dass ich das überstehe, ist größer. Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Es wird auch nicht nur ein Medikament dann geben irgendwann, sondern verschiedene Ideen gibt es ja jetzt schon, in welchen Situationen ich was anwende. Genau. Ja, aber wie gesagt, alles noch ein bisschen hin. Also ich glaube, so ganz so schnell für alle die sich jetzt schon Hoffnung machen, wird es leider nichts. Genau. Dann das letzte Thema, was ich so für jetzt heute habe, das Thema Masken nochmal. Da werde ich, glaube ich, zugebombt mittlerweile, weil es ja doch irgendwie auch immer wieder dann doch Leute gibt, die sagen, wir brauchen alle dringend jetzt Masken. Für wie realistisch hältst du das, abgesehen jetzt mal vielleicht von davon, dass Virologen das für sich so empfehlen und für uns, dass sowas tatsächlich da draußen umgesetzt wird? Also ich meine, das ist überschreitet natürlich jetzt auch so ein bisschen dein Fachgebiet, aber jetzt mal so vielleicht auch so der Appell. Aber meine Einschätzung, alle, also meine Einschätzung ist erstmal. Ja, also du bist so ein bisschen abgeruckelt gerade. Ja, da bist du ja. Meine Einschätzung ist erstmal die. Wir haben im Krankenhaus die Situation, wir haben Patienten, die haben diese Krankheit. Das heißt, wir wollen verhindern, dass wir uns anstecken. Und wenn einer sich von uns ansteckt, kann ja auch passieren, ist auch schon passiert, dann ist ja anders als jetzt in einer normalen Situation. Wir können halt jetzt nicht 14 Tage mal eben die ganze Station schließen, weil alle Kontakt zu einer Person hatten, sondern wir schützen unsere Umgebung, indem wir diesen Mundschutz tragen und natürlich Kittel und intensiver darauf achten, dass wir weniger Kontakt zu anderen haben, was im Krankenhaus ja nicht einfach ist. Dafür braucht man auf jeden Fall diese Masken. Und jetzt ist es aber so, es gibt weltweit diese Masken nicht unendlich. Und es gibt weltweit diese Frage. Also aktuell gibt es einen riesen Schwarzmarkt und es gibt eine Mafia, die diese Masken teuer verkauft oder das haben ja alle gelesen. Dann steht irgendwo in China ein Flugzeug und das fliegt dann einfach nach Amerika statt nach Deutschland. Und die Situation werden wir über Monate haben. Es wird ja nicht auf einmal jetzt nächste Woche so sein, dass jetzt zu viele Masken da sind. Und das muss man halt mal sehen. Und dann muss man die andere Seite sehen, wo ist mein Risiko? Wenn ich jetzt in Dortmund, haben wir jetzt, was war jetzt heute, knapp 500 Patienten, wenn ich mich recht entsinne, 485 und haben 600.000 Einwohner. Also die Inzidenz ist 0,1%. Ne? So einer ne, von 1.000 oder zwei von 1.000 haben diese Krankheit. Jetzt tragen aber alle eine Maske. Und die Maske schützt ja nicht viel besser, als wenn ich einfach mal 3 Meter Entfernung habe oder 2 Meter von jemand anders einen Raum auf habe. Das ist ja kein zusätzlicher Effekt. Das heißt, ich brauche unheimlich viele Masken, um irgendeine einzige Infektion zu verhindern. Also das halte ich erstmal für aktuell, also zumindest für schwierig, wenn dann die Masken verbraucht werden. Im Krankenhaus stehen wir dann nachher da und dürfen mit die Hand vom Mund halten, wenn wir reingehen. Das ist doch irgendwie nicht ganz logisch, weil da kann man sich auf jeden Fall anstecken. Ne? Während so sollte man halt versuchen, Fenster auf, 3 Meter Abstand und dann brauchen. Und dann, wie oft willst du die Maske denn wechseln? Dann hast du so eine echte Maske, dann hast du das, was wir eben gesagt haben, die ist doch von 90% der Bevölkerung sowieso kontaminiert. Das kriegen doch so gar nicht, die meisten, ich kriege es ja auch nicht so einfach hin. Glaube ich doch nicht, dass das alle hinkriegen. Und also ich glaube, darum ist uns im Moment, das ist nicht unser Problem im Moment. Ein Problem ist, dass wir, wie die Frage gerade war, wann geht es eigentlich wieder los, wann können wir öffnen? Und dann gibt es vielleicht zum Beispiel Leute, die ein höheres Risiko haben, trotzdem arbeiten müssen. Dann hat man jemanden, der halt älter ist, 65 und hat vielleicht ein Herzproblem, noch ein bisschen zuckerkrank und muss trotzdem arbeiten. Dann kann man überlegen, ob der vielleicht eine Maske hat. Oder gut, die schützt ihn ja auch nicht richtig, aber dass man den irgendwie anders schützt. Also da muss man vielleicht drüber nachdenken. Aber diese ganze Diskussion, jeder eine Maske, ich glaube, das ist doch eher im Moment, na, Österreich macht es dann, die anderen nicht und wir werden aus der Diskussion nicht rauskommen. Aber ja, aber ich glaube, das ist auch gerade in Österreich dann viel Populismus, beziehungsweise wenn man das auch in anderen Staaten sieht, wo dann noch viel mehr, sag mal, die Populisten am Werk sind, siehe Vereinigte Arabische Emirate oder Iran oder China, da sieht man jetzt ja auch Videos von Tankern, die dann irgendwie also die Straßen desinfizieren und so weiter, was ja auch nichts bringt, einfach nur Propaganda ist. Ich glaube, das zeigt dann auch, dass da viel Psychologie gerade am Werk ist und wenig wirklich Beweis. Ne? Genau, ich hatte hier gerade noch eine Frage. Sucht das Klinikum auch genesene Corona-Patienten für Plasmaspenden, wie zum Beispiel Uniklinik Münster? Noch nicht, aber bald, habe ich mir sagen lassen. Ja, also genau, ich habe heute mit dem Chef vom Labor gesprochen, Dr. Kassens oder Privatdozent Dr. Kassens. Und natürlich machen wir das auch. Und wir haben auch wohl das Gerät, das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist das Institut, was für die Herstellung von Arzneimitteln zuständig ist. Also man stellt ein Arzneimittel her. Das heißt, man hätte einen Patienten und
der spendet das Blut oder die Blutbestandteile und daraus wird ein Medikament gemacht. Das ist ein Blutbestandteil, das ist ein Medikament. Deshalb ist das Paul-Ehrlich-Institut dafür zuständig und die haben jetzt heute entschieden, man muss mindestens 4 Wochen nach der Krankheit sein. Das heißt, wenn man 2 Wochen Quarantäne hatte, nochmal 4 Wochen warten und dann suchen wir die Spender. Wie das dann Herr Kassens oder das ITNM dann also das insgesamt machen wird. Bitte was? 6 Wochen. Also 6 Wochen dann insgesamt, ja? Ah, okay. Also 2 Wochen Krankheit und dann 4 Wochen nochmal abwarten. Und dann, und dann gibt es jetzt halt eine Studie, die wird wahrscheinlich morgen veröffentlicht, wo ich schon mal so vorab was gehört habe. Da wird dann, muss man ja überlegen, wann und wer bekommt das. Wahrscheinlich wird das dann intensivpflichtige Patienten, die werden das möglicherweise bekommen, an welchen Tagen, das muss man dann noch genau festlegen. Man kann das dann in Studien vielleicht machen, das ist aber noch ganz ein bisschen unklar, oder eben wieder als individuellen Heilversuch. Und das muss man dann klären, wie man das im Klinikum zum Beispiel macht, wer das tatsächlich bekommt. Auch da muss man ja sehen, ist es wirklich effektiv oder nicht. Das, auch da gibt es eben nicht genug Daten, um zu sehen, wann man das bekommt. Und das müssen wir uns dann in den nächsten Tagen jetzt überlegen, wie das geht. Genau, denn auch da gab es eine Studie, irgendwie, ich glaube, aus dem asiatischen Raum, die auch eben das vermutet hatte, dass das klappt. Hat dann auch geklappt, aber das Problem war, dass parallel dazu noch antivirale Mittel gegeben wurden und man dadurch jetzt nicht genau wusste, waren es jetzt die Antikörper, die die Viruslast gesenkt haben oder die antiviralen Mittel. Und das muss man ja dann ein bisschen differenzierter betrachten. Genau, so. Ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja mal so bei 15 bis 20 Minuten landen wollten mit unserem Live-Chat, können wir an dieser Stelle das unterbrechen. Und werden aber das auf jeden Fall fortsetzen, denn wir haben es ja, wie gesagt, regelmäßig vor, unser Update. Wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, dürft ihr die natürlich auch gerne stellen, hier als Privatnachricht oder eben auch auf Facebook. Wir stellen es ja auch auf Facebook und wir stellen es auch auf YouTube. Also egal, wo ihr uns jetzt gerade zugeguckt habt, stellt danach gerne noch Fragen. Ich danke dir erstmal. Gruß nach Hause und auf bald. Tschüss.